an diesem Montag, dem 16. Januar, gibt es einen wichtigen Termin in Athen. Gefeiert wird das Begräbnis des ehemaligen griechischen Herrschers Konstantin II., der 9 Jahre lang regierte, bevor die Revolution der Obersten ihn 1967 und die endgültige Gründung der Republik in Griechenland 1974 durch ein Referendum stürzte. Aus diesem Grund, und obwohl er nach Jahren im Exil in sein Land zurückkehren durfte, wird Konstantin an diesem Montag kein Staatsbegräbnis abhalten, wie es die Familie von der Regierung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis gefordert hatte. Es wird eine private Beerdigung sein, aber viele Vertreter der europäischen Königshäuser werden anwesend sein, mit denen Konstantin verwandt war und auch eine wunderbare Beziehung hatte. Es gab mehrere Mitglieder der königlichen Familien, die ihre Anwesenheit bestätigen wollten. Der König und die Königin von Spanien, Don Felipe und Dona Letizia, werden diesen Termin nicht verpassen, wie Casa Real uns bestätigte. Die Anwesenheit des emeritierten Königs Juan Carlos, der aus Abu Dhabi angereist ist, wo er seit mehr als 2 Jahren lebt, wird ebenfalls erwartet. Derjenige, der Schwager von Konstantin von Griechenland war, hat diesen Verlust besonders erlitten, wie Quellen aus dem Umfeld von Don Juan Carlos Vanitatis mitteilten. Es hat ihn sehr getroffen, es hat ihn verletzt, vor allem, weil die Beziehung, die er zu Constantino hatte, intim, sehr eng, sehr gut, voller Komplizenschaft war. Auch seine Schwester, Königin Sophia, wird natürlich nicht fehlen, die sich seitdem 5. Januar in Athen aufhält, als sie direkt von Rom, wo sie an der Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Teilnahm, in die letzten Lebensstunden geflogen ist sein Bruder. Sie ist mit ihrer Schwester Prinzessin Irene und den Prinzessinnen Elena und Christina, die seit ihrer frühesten Kindheit der griechischen Familie ihrer Mutter sehr nahestehen, ebenfalls erwartet. Aber die Beerdigung wird nicht nur mit der spanischen Königsfamilie zählen. Aus Dänemark bestätigte Königin Margaret ihre Teilnahme an der Beerdigung mit ihrem Sohn Kronprinz Friedrich und ihrer Schwester Prinzessin Benedikte. Außerdem bestätigten sie aus dem schwedischen Königshaus die Anwesenheit der Könige Carlos Gustavo und Silvia. Die Norweger entsendten ihrerseits Kronprinz Håkon und seine Frau Mette-Marit als Vertreter der königlichen Familie. Die Niederlande bestätigten außerdem, dass sowohl die Könige Guillermo Alejandro als auch Maxima in Begleitung von Königin Beatrix an Konstantins Beerdigung teilnehmen werden. Die Könige von Belgien und der Großherzog von Luxemburg, Enrique, bestätigten ebenfalls ihre Teilnahme an der Beerdigung, an der voraussichtlich auch Prinz William teilnehmen kann, da er der Patensohn des Bruders von Königin Sophia ist, da Konstantin sein Pate bei seiner Taufe war. Obwohl es sich nicht um ein Staatsbegräbnis handelt, da die griechische Regierung es nicht für angemessen hält, da Griechenland eine Republik ist, wird es die Sicherheit aller Teilnehmer dieser nüchternen Veranstaltung garantieren, die in der Metropolitan-Kathedrale von Athen stattfinden wird. Wie die griechische Presse berichtet, werden bis zu 1500 Polizisten nicht nur auf dem Weg nach Tartoi, wo der verstorbene König Konstantin nach der Beerdigung beerdigt wird, sondern in allen Ecken der Stadt über die Sicherheit der hellenischen Hauptstadt wachen.
Tatsächlich war Tatoy in den Tagen vor diesem Montag gerade in Eile, um die Gäste zu dieser Beerdigung willkommen zu heißen, wie die griechische Kulturministerin Lina Mendouni bestätigte, die im Namen der griechischen Regierung bei der Veranstaltung anwesend sein wird, genau wie Vizepräsident Panayotis. Der Tatoy-Friedhof, auf dem die Eltern von Konstantin und Königin Sofia, Pablo und Federica, begraben sind, wurde nach einem Brand im Jahr 2021 in intensiven Vorbereitungen rund um die Uhr aufgeräumt. Trockene Äste und umgestürzte Baumstämme wurden entfernt sowie ein Schotterweg angelegt bis zum Heiligen Tempel, der auf diesen königlichen Gütern existiert, die der griechischen Regierung gehören. Tatsächlich besuchte die griechische Königsfamilie, einschließlich Königin Sofia, letzte Woche das Gebiet, in dem ihre Eltern begraben sind. Die Beerdigung findet um 12 Uhr morgens statt und bis dahin wird die Seitenkapelle neben der Kathedrale von Athen, genannt St. Eleftherios, an diesem Montag von 6 Uhr morgens bis 9:30 eine glühende Kapelle haben. Um dem Axt zu huldigen souverän letzte Woche hielten die drei Söhne von Konstantin und Anna Maria aus Griechenland ein Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Staatsminister Yorgos Gerapetaitis im Maximus-Palast in Athen ab, bei dem sie alle Einzelheiten dieser Beerdigung abschlossen. An diesem Montag werden viele weitere Vertreter der europäischen Königshäuser in der Kathedrale von Athen erwartet, da Konstantin auch hervorragende Beziehungen zu den nicht regierenden Königsfamilien Serbiens oder Rumäniens pflegte, die sich mit einer Erklärung von ihm verabschieden wollten. Sie drückten aus, dass er ein sehr lieber Cousin sei und Pate gewesen sei, entweder bei einer Taufe oder bei einer Hochzeit seiner Mitglieder.